Moin Leute, Piet hier mit einem Gewinnspiel. Woo! Wie ihr wisst, haben wir einen T-Shirt-Shop und da haben wir ein paar wenige Motive, denn wir haben leider niemanden in unserem Team, absolut niemanden, der in irgendeiner Weise eine künstlerische Ausbildung gemacht hat oder in irgendeiner Weise da begabt ist und die Motivation hat, sich da dran zu setzen. Und naja, wir hätten gerne mehr Motive und da dachten wir uns, wenn wir schon niemanden haben, fragen wir doch einfach mal euch. Und da wir nicht einfach irgendwelche Sachen geschenkt haben wollen, machen wir ein Gewinnspiel draus. Das läuft so. Wenn ihr zeichnen könnt, dann zeichnet drauf los, mal coole Motive für ein mögliches Pietsmeet-Shirt und schickt diese Motive bitte an motive@pietsmeet.de. Die kommen dann bei mir an und dann sehe ich mir die alle mal durch und entscheide, welche davon in die engere Auswahl kommen und welche nicht. Und dann stelle ich die alle auf pietsmeet.de, unsere Internetseite, und dann kann die komplette Community, die sich die angucken und voten, welches Motiv ihrer Meinung nach das coolste ist. Und dann wird es im Endeffekt eine Bestenliste geben von 1 bis 50 und jetzt wird gehauen. Irgendwann ist die Voterei dann vorbei und es gibt Gewinne! Die Plätze 1 bis 5 bekommen die Möglichkeit, uns ihr Motiv zu verkaufen für 200 Euro, damit wir das Motiv dann im T-Shirt-Shop benutzen können. Also es ist nicht so, dass wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, ihr direkt alle eure Nutzungsrechte an euren Motiven abgebt und wir die dann einfach für uns benutzen können, um damit T-Shirts zu verkaufen. Nein, nein, nein. Die Leute, die gewinnen, bekommen von uns das Angebot, wie gesagt, uns ihr Motiv zu verkaufen. Wir behalten uns allerdings auch vor, auch anderen Leuten das Angebot zu machen, wenn Motive auf Platz 10 immer noch richtig awesome sind und wir die gerne im Shop sehen würden, machen wir auch denen vielleicht ein Angebot, auch wenn sie halt nur Platz 10 sind. Außerdem bekommen die Plätze 5 bis 15 noch ein T-Shirt, das wir uns noch ausdenken werden, aber das auf jeden Fall etwas mit diesem Contest zu tun hat. Und die anderen bekommen eine nette Dankes-E-Mail. Also, wie gesagt, Motive bitte an motive@pietsmeet.de. Und wichtig ist, dass es einmal als JPEG-Format vorliegt und einmal als Vektordatei. Vektordateien sind relevant, damit man das später auch tatsächlich auf die T-Shirts drucken kann. JPEG-Format ist relevant, damit ich das schnell gucken kann, bei den E-Mails durchgehen und damit wir das auch einfach auf unserer Internetseite einbinden können. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die Aktion. Schreibt es doch in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein!